Nach dem F1-Manager und dem GT-Manager bekommen wir mit Golden Lab ein drittes Motorsport-Management-Spiel in diesem Jahr, das ich schon mal in der Preview angezockt hatte und das hat mir im Vergleich zum GT-Manager vor allem ziemlich gut gefallen. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal hier in die Karriere ein und gucken uns das Ganze mal an. Ja, wir haben hier tatsächlich nicht so eine krasse Visualisierung wie dann beim F1 oder GT-Manager, aber ich sag mal so, der Charme ist definitiv da gewesen. Lustig ist auch, wir haben natürlich Anlehnung an die echten F1-Teams. In dem Fall steuern wir ein altes Vintage-F1-Team. Hier haben wir zum Beispiel Ezzolini als Ferrari, logisch. Das dürfte dann McLaren sein, das müsste dann Lotus sein, schätze ich mal. Hier haben wir April statt March. Finde ich, ist halt goated, dass man das so macht. Und ich nehme mal auch April, obwohl wir September haben, bald Oktober. Wenn ihr das jetzt hört, lasst gerne ein Däumchen da, ne? Und ein Abo. So, voraussichtliche Position 9. April ist ein Unternehmen, ja, okay. Ja, was haben wir hier? Voraussichtliche Position 8. Bis hin zu P1 geht es dann hoch. Ja, dann würde ich mal sagen, nehmen wir mal April und gucken, dass wir besser werden. Hier können wir aus, ja, $40, die Inflation hat richtig reingekickt, auch Fahrer etc. wählen. So, und hier sehen wir auch die entsprechenden Preise. Minus $14 ist wahrscheinlich der Standard, was man schon mal jetzt abgezogen bekommt. Und wir müssen jetzt mal gucken, hier Mitte der Karriere, das klingt doch ganz gut. Antonio Villalba, Carina Hössler, Mikko Kukkonen. Ich muss sagen, so ein Finne klingt eigentlich ganz cool, aber der hat nicht so krasse Skills. Der hier hat viel bessere Skills. Kann sein, dass man pro Skillpunkt $1 mehr zahlt. Nö. Da gibt es manche, die haben auch ein bisschen... Ja, mal schauen. Also, was hast du für ein Attribut? Das sind Attribute. Oh, vorsichtig, ineffizienter Fahrer, achtet nicht genug auf Kraftstoffmesser, verbraucht 5% mehr Kraftstoff, unerschütterlich, sieht fast aus wie ein komisches Smiley. Das auch. Vielleicht sind das Smileys. Neidisch. Kann keinen Wettbewerb gut vertragen. Malus von minus 1 auf alle Statistiken, wenn das Auto einen anderen Fahrer eine höhere... einen anderen Fahrers... Okay, das ist nicht ganz gut angeglichen. Eine höhere Leistungsstatistik aufweist. Okay, wahrscheinlich, wenn der Teammate ein besseres Auto hat, findet der nicht cool. Okay, was haben wir denn noch alles? Ich würde sagen, wir nehmen so ganz okaye Fahrer. Oder einen guten Fahrer. Nehmen wir hier Antonio. Ich glaube, der kann's. Dann brauchen wir noch einen Fahrer. Ach, hier, das Auto ist ausgewogen, experimentell oder konservativ. Wir machen ausgewogen. So, und der nächste Fahrer soll verhältnismäßig günstig sein. Ist hier jemand Paydriver? Ja! Dieser Fahrer kostet 0, wenn er angeheuert wird. Du brauchst das Geld wirklich nicht. Ja gut, aber die sind alle unglaublich schlecht, ne? Was hast du? Ist überraschend günstig, er kostet 5 Ressourcen weniger als normal. Na gut, die kosten, ja, die können aber alle nichts, ne? Ja, das ist schwierig. Was hast du? Effizienter Fahrer. Okay, nehmen wir doch mal hier noch einen effizienten Fahrer mit dazu. Wobei, boah, ich glaube, so ein Paydriver wäre ganz gut. Ich weiß, wie man Reifen effizient nutzt. Oh, das ist eigentlich ganz gut. Wenn er für sein Land fährt, 5% Bonus. Okay, nehmen wir mal mit. Trottel, die Manieren dieses Fahrers sind nicht so gut wie seine Fahrkünste. Er erhält einen Malus von minus 1 auf Präzision des Ingenieurs. Joa, finde ich schon mal witzig. Also, wir haben 2 Antonios im Team. Dann nehmen wir noch einen Ingenieur mit dazu. Wen haben wir hier alles? $12 haben wir noch frei, ne? Donato Testa, Designmeister. Oha, Adrian Newey oder was? Alle von ihm gebauten Teile bringen 20 Leistungspunkte für das Endergebnis. Ich muss sagen, das ist wieder so ein Spiel... Das werde ich mir vielleicht sogar vereinzelt anschauen. Das ist eigentlich ganz cool. Und wir haben noch einen Teamchef. Was kannst du zum Beispiel? Gummistrategie, Reifenmanagement optimieren und so. Koordinationsfehler. Ich würde irgendjemanden nehmen, der nichts Falsches machen kann. Streng und stell sicher, dass die Teile ordnungsgemäß gehandhabt werden. Ich habe ohnehin nur noch $4. Okay, das ist kritisch. So, wen haben wir hier? Hier, Mitte der Karriere. Streng und stell sicher, dass sie... Bevor ein mechanisches Eintritt um 10% verringert wird. Autoteile haben eine Mindestzuverlässigkeit, bevor ein mechanisches Versagen eintreten kann, die um 10% verringert wird. Verstehe ich nicht. Dieses Teammitglied strebt nach Perfektion, also es kann so oder so gemeint sein, das meine ich. Er hat eine Chance von 10%, seinen Präzisionswert zu verbessern, aber eine Chance von 10%, seine Expertise zu verbessern, wenn die Karrierephase wechselt. Ja, also du hast Skills, oder? Bist ein krasser Typ. Kraftstoffmensch und
Ist aber nachlässig. Was bist du? Gummistratege und Partylöwe. Ey, das passt zu den 70ern. Den nehmen wir. Das ist sympathisch. Das ist sympathisch. So, machen wir. $40 ausgegeben. Sponsoren sind eine Möglichkeit, zusätzliches Geld aus Rennen zu verdienen. Das Renngeld ist der Geldbetrag, den Sie unabhängig vom Ergebnis erhalten. Versuchen Sie jedoch, die Anforderungen des Sponsors zu erfüllen, um einen saftigen Bonus zu erhalten. So, hier wird immer ein Fahrer nicht mit Treiber übersetzt oder wahrscheinlich auch nicht Rennen mit Ethnie ersetzt. Renneinkommen 1, 2, mindestens 8er muss ich hier werden, glaube ich, dann, oder? Für den Bonus. Ja, und das ist das sicherste quasi. Mindestens 12er werden, kriege ich einen Dollar. Saisonbonus 5 bis 12, mindestens 6er. Ey, wir haben eine voraussichtliche Position von P9. Oha! Jawohl! Oh, hier sehen wir die Teamaufstellung. Oh, hier haben wir Niki Lauda, oder wie? Geil. Das dürfte James Hunt sein, wahrscheinlich. Maldonado! Das ist wahrscheinlich Fittipaldi, oder? Ja, also man wird wahrscheinlich die ein oder andere Anlehnung an bestehende Fahrer haben hier. Viele davon werde ich wahrscheinlich nicht rallen. Aber ich würde sagen, wir gehen rein. Wir haben Argentinien als erstes Rennen. Circuit de Casino. Monaco haben wir als zweites. Dann, das sieht so ein bisschen aus wie Mosport Park hier. Circuit erste. Ja, dann haben wir quasi Südafrika. Potenza. Ja, da haben wir Italien, da haben wir quasi Silverstone, Sandford alias Nordsee. Was hat das für eine Einstellung? Befindet sich in der typischen Regenregion, ja, okay. Dann haben wir Imola noch mit dabei und das sieht ein bisschen nach Valencia aus. Okay, cool. Teamanzeigen. Ey, wir haben einen Leclerc dabei. Wir haben Robert Leclerc. Das reimt sich sogar, was sich reimt, ist gut. Oh. Und da haben wir die Rangliste. Fahrer und Teamwertung gibt es dann hier. Okay, cool. Also alles super übersichtlich bisher. Wir können mal zur Garage gehen. Du kannst die installierten Teile verbessern. Durch die Verbesserung eines Teils wird seine Leistung erhöht und ein Teil seiner Zuverlässigkeit wiederhergestellt. Ach, die Zuverlässigkeit wird auch verbessert. Okay, interessant. Und hier können wir die Autoteile auf die jeweiligen Fahrer aufteilen. Das hat so ein bisschen Motorsport-Manager-Vibes. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf Weiter. Und gucken uns mal das erste Wochenende an. Let's go! 12 Minuten Einführung ist ja auch schon mal gut genug, ne? Reifen haben wir Slicks, Inters und Wets. Damals gab es sowas wie Softs oder so nicht. Nö. Damals haben wir noch richtige Reifen verwendet. So, und wir schicken mal die Leute raus. Oh mein Gott. Okay, wir haben hier das Tuning-Menü. Durch das Einstellen der Autoteile können Sie von einem Rennen schnell anpassen, um zusätzliche Leistung zu erzielen. Okay, das Tuning-Budget, das man ausgeben kann, um den Tuning-Wert eines Ihrer Autoteile zu erhöhen. Okay, das muss ich doch checken. Tuning-Meter Ihrer einzelnen Autoteile, wenn Sie einen bestimmten Bereich erreichen, angezeigt durch den gelben Balken, ja, erhalten Sie ein goldenes Tuning. Die Leistung des Teils weiter verbessert. Aber Vorsicht, wenn Sie diesen Schwellenwert überschreiten, wird das Teil übertuned, was zu einem erheblichen Punktabzug beim Tuningmeter führt. Okay, ich glaube, ich muss doch checken, was das Spiel gerade genau von mir will. Das wird sich wahrscheinlich im ersten Training jetzt alles schon irgendwie erklären. Mit diesen Tasten können Sie Ihr Tuningbudget verwenden, um den Tuningwert eines Ihrer Autoteile um einen zufälligen Betrag zu erhöhen, der zwischen zwei Zahlenbereichen ausgewählt wird. Ich verstehe das nicht. Diese Bereiche werden von Ihrem aktuellen Ingenieur beeinflusst. Okay, cool. Ich habe nichts gecheckt. Was ich cool finde ist, das Menü wirkt super aufgeräumt. Beim F1 Manager weiß ich nie, wo ich meine Kamera hin tun soll. Hier weiß ich, okay. Okay, warte mal, was soll ich jetzt hier machen? Soft. Ja. Was hat das übrigens? Ah, holprige Strecke. Unfallwahrscheinlichkeit plus 20%. Okay, wild. Wir schicken die Leute mal raus. Ah, jetzt muss ich... Okay, jetzt muss ich tatsächlich Reifen switchen oder was? Okay, machen wir. Okay. Ja, hier unten rechts, das verdecke ich gerade, haben wir die Geschwindigkeit, mit der das gerade hier alles abläuft. Hier haben wir bis 8-fache Geschwindigkeit die Möglichkeit, alles vorzuspulen. Und wir haben halt diese Darstellung. Rechts oben haben wir die ganzen Funksprüche, die immer wieder reinkommen. Die ähneln sich irgendwann dann doch sehr. Und ansonsten haben wir hier natürlich jetzt die Trainingszeit. Und die lassen wir mal ein bisschen in höherer Geschwindigkeit alles absolvieren.
Okay, und jetzt gehen unsere Leute an die Box. Spiel verlangsamt automatisch an der Stelle. Okay, was kann ich jetzt hier machen? Ah! Okay. Ah, ich verbrauche die Punkte, um... Ah, ich verstehe. So, bis zu 12, das ist jetzt ein bisschen risky gewesen. Hier bis zu 18, das machen wir. Das war ja nichts. Ja gut, dann nehmen wir die sicheren 1 bis 2 mit. Das erinnert mich gerade an, war das auf dem Handy Motorsport Manager 2 oder 3? An eines der beiden. Und das System fand ich dann relativ cool einerseits. Andererseits muss ich sagen, das ist irgendwie ein bisschen unbelohnend, wenn du Pech hast. Dann ist es wirklich belastend. Oh, und ich verstehe jetzt diesen Part mit dem goldenen Teil, weil wenn ich jetzt quasi auf den gelben Wert hier komme, dann habe ich ein richtig geiles Tuning. Wenn ich das überschreite, dann habe ich ein Problem. Finde ich cool. Das ist interessant gestaltet. Da muss man vorsichtig sein. Und ich vergleiche es zwangsweise mal mit dem GT-Manager, weil der auch letztens rausgekommen ist. Ich glaube, das sind noch beide Spiele, die für so 15 Euro etwa verfügbar sind. GT-Manager 2 im Early Access, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt erwarten kann, dass sich so enorm viel da jetzt ändern wird. Komm, gib mir was Gutes. Plus 18, jawohl. Oh mein Gott. Ah, und der grüne Bereich zeigt auch, wie weit sich das maximal verbessern kann. Okay, cool. Ja, machen wir doch so. Ich versuche, in Richtung Gold zu kommen. Let's go. Okay. Nee, aber ich muss es irgendwie für mich persönlich auch dann so vergleichen. Oh! Das ist Gold! Das ist Gold! Dave bei den Olympischen Spielen. Nee, aber, okay. Gehen wir auch mit dem Kollegen nochmal raus. Gelbe Flagge. Oh, LaRousse ist raus. Uiuiuiui. Yellow Flag, Yellow Flag. Kann ich die nicht rausschicken? Ja, Leute, Leute, raus, raus, raus. Aber 73 von 65, ich hätte ja gedacht eigentlich, dass das jetzt quasi überschritten ist. Ah, hier sieht man auch, wo das Auto quasi daneben, neben die Spur gekommen ist. Ja, also ich vergleiche die schon so ein bisschen, weil die sind ja auch zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen jetzt und wahrscheinlich auch in einem ähnlichen Preissegment. Der GT-Manager ist halt ein Port von einem Mobile-Game, wenn ich es richtig verstanden habe. Jawohl, die haben auch Gold. Sehr schön. So, 15, nee, 9, 7 und plus 1. Ja, kann man sich einfach mal ein bisschen durchklicken. Und das Schöne ist, dass das hier ausgeblendet wird, damit man sich auch bloß nicht krass verklickt. Weil das wäre jetzt fies. So. Okay. Ja, gut. War in Ordnung. Oh nein! Villalba, das ist auch noch mein besserer Fahrer. Autsch, das ist schade. So herrlich trocken. Autsch, ah, das ist schade. Ärgerlich. Ja, okay. Damit war's das mit dem einen Training. Ich weiß nicht, wie das mit so Ersatzteilen jetzt ausschaut. Das werden wir gleich sehen. War natürlich alles geplant, damit ihr das auch als System mal checkt. P4 und 5, ne, P5 und P7 mittlerweile, ist ein bisschen verflucht hier scheinbar. So, jawohl, plus 11, plus 8, plus 5, komm, plus 16, oh, ich kann nicht weiter tunen. Okay, wir kriegen kein zweites Goldteil, schade. Okay, wie lange haben wir aber noch? Wo steht die Trainingszeit? Da, 15 Minuten. Ja, und wie gesagt, das ist so schön aufgeräumt hier alles. Ich finde das richtig, richtig schick. Ich lasse das auch mal jetzt zumindest so fürs erste Video mal einmal durchlaufen. Vielleicht spiele ich das Spiel demnächst mal im Stream. Ich glaube, weitere Folgen würde ich vor allem dann hier auf Dave Gaming Uncut machen. Mal gucken. Oh, soll ich das machen? Ja, komm, no risk, no fun. Jawohl, nächstes Goldteil. Let's go. Wir sind richtig on fire. Oh, komm, jetzt aber plus 14. Alter, okay, krass. Ja, und würde... Ich würde wahrscheinlich im Stream zocken und das dann auf dem Uncut-Kanal hochladen. Hier könnt ihr gerne trotzdem ein Abo dalassen. Ich glaube, rund die Hälfte von euch haben nicht diesen Kanal abonniert. Warum auch immer. Wir sind da auf Road to hier Viertelmillionen erreichen. Da sind wir gar nicht mal so weit weg. Mich würde es freuen, wenn wir da hinkommen. Oh. Ah, komm. Einerseits ist es zwar nur eine Zahl, andererseits sind ja Menschen hinter den Zahlen, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, als ob das 400.000 Inder wären. Oh, vielleicht ist das so eine kleine Referenz gewesen an ein anderes Thema, das jetzt mal letztens auf YouTube aufgekommen ist. So, gucken wir weiter.
Ist das, by the way, das Menü? Bitte melde alle Fehler. Okay. Alles gut, Spiel. Alles gut. Noch sehe ich hier keinen Fehler. Ach, jetzt gibt's doch Soft, Medium, Hard. Okay, good to know. Konnten wir jetzt nicht testen. Wait, der Paydriver ist vorne. Ja gut, hat er auch ein richtig krasses Setup jetzt mittlerweile, ne? So, Startreifen. Fahrerstrategie bezüglich Reifenverschleiß und Motormodus. So, auch das ist etwas, was mir beim GT-Manager viel zu kurz gekommen war. Jetzt schauen wir mal, wie es hier ist. Oh, du kannst quasi... Ach, jetzt hier entscheide ich das in dem Menü. Okay, cool. Okay, ja, schaut mal. Da kann ich zum Beispiel sagen, ja... Oh, verbleibende Leistung siehst du dann auch. Das ist ja mal cool gemacht. Alright. Kann ich damit unterschiedlich viel Sprit starten? Nee. Okay. Das ist schon ein bisschen vorgeebnet. Kämpfe nicht gegen deinen Teamkollegen oder kämpfe gegen deinen Teamkollegen. Alright. Du gehst auf harten Reifen ins Rennen und du machst mal die Softs rein. Und das ist so ein bisschen wahrscheinlich der Grip, den es im Rennen auf der Strecke gibt. Okay, Rangliste kennen wir. Fahrerpanel haben wir im Prinzip gesehen. Prognosen zu Reifenverschleiß und verbleibenden Kraftstoff. Strategie, ja, können wir, achso, hier über diese kleinen Pünktchen machen, ja. Und Boxenstopp-Taste. Und hier unten rechts ist die Zeitsteuerung. Haben wir im Prinzip auch gerade kennengelernt. Ladies and Gentlemen, Estevao Canto, Crew Chief des Team Knight, hat gestern etwas zu heftig gefeiert und hat jetzt einen Kater. Er erhält einen -1-Modifikator auf seine Fähigkeit für die aktuelle Sitzung. Und damit würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, start your engines zum ersten Rennen auf Golden Lab. Let's go! Oh, Romano verliert schon mal ein bisschen. Ah, ich hätte wahrscheinlich pushen sollen, ne? Ja, passt doch. So, wir skippen mal ein bisschen mit durch. Ja, Romano ist halt aber auch Paydriver. Das muss man irgendwo auch sehen bei dem ganzen Thema. Okay, und ganz vorne die Jungs, die setzen sich hier komplett ab. Die Top 7 ist so ein bisschen wie die Top 7 aktuell, ja. McLaren, Mercedes, Ferrari und Max Verstappen. Ja, die sind halt einfach vorne weg. Da irgendwo ist so das, wo Sergio Perez gerade unterwegs ist. Und Villalba ist auf den harten Reifen, kämpft sich hier durch. Meine Güte. Oh, Stresslevel, Absturzwahrscheinlichkeit. Crash-Absturz? Ja, okay. Ja, Absturzwahrscheinlichkeit ist durchaus gegeben. Und hier haben wir die aktuelle Performance. Und die würde irgendwann ein bisschen einkrachen. Hm. Ich frage mich, wie viel Reifenabrieb? Okay, ganz kurz, hier? Okay, wo ist das S unten berührt? So, den untersten Part vom S. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Beim H wahrscheinlich verhältnismäßig ähnlich. So, jetzt gucken wir mal. Wie viele Runden sind wir jetzt schon gefahren? 9. Box. Ja gut, hier bestimme ich die Reifen. Hier kann ich wahrscheinlich reparieren. Zuverlässigkeit, die allmählich abnimmt. Wenn sie einen niedrigen Wert erreicht, kann das Teil brechen und möglicherweise einen Unfall verursachen. Um die Zuverlässigkeit wiederherzustellen, muss es während eines Boxenstops repariert oder in der Garage zwischen den Rennen aufgerüstet werden. Garagen-Upgrades verbessern durch die maximale Zuverlässigkeit und Leistung des Teils, kosten aber Geld. Das haben wir gerade nicht. Mit diesen Tasten kannst du die Strategie deines Fahrers anpassen, sobald er die Box verlässt. Wenn gerade eine Flagge angezeigt wird, wird deine Auswahl erst nach Ablauf der Flagge wirksam. Okay. Also nach der Yellow Flag. Das finde ich cool, weil während der Safety Car Phase oder so, da macht man sich ja oft Gedanken, so beim F1 Manager, hey, kommt man damit irgendwas durch oder nicht? So, und hier nehmen wir mal die Medium Reifen. Auf geht's. So, Box. Und der Kollege ist einfach auf 8 durch. Da haben wir die Lücke, das ist hier quasi die Gap zu dem jeweiligen Piloten. Die letzte Runde, schnellste Runde. Und ja, da ist einer auf dem Medium, der Maldonado, der hier gerade ein bisschen Zeit verliert. Und Larousse hinter uns, der fährt sehr gechillt hinter Villalba her. Oh, und wir sind dran an P7. Maldonado, nicht weit weg von uns. So, ich bin in der Zone, diese Runde wird ein Kinderspiel. Jawohl, Romano, gönnen! Wobei es 19. also... Was erwarte ich hier gerade eigentlich? Ja, was ich mal angesprochen hatte, auch in der Preview, und das finde ich weiterhin ein bisschen schade. Oh mein Gott, es wird regnen! Es wird regnen. Okay. Vielleicht sollten wir mit beiden Autos erstmal pushen. Oh! Unfall. Steiner! Günther Steiner! Okay. Oh mein Gott, jetzt könnte man an die Box eigentlich, ne? Ja, das weiß ich halt nicht. Ich gehe jetzt noch nicht an die Box.
Ich glaube, jetzt an die Box zu gehen während der Safety-Car-Phase ist nicht smart. Ich sag euch nämlich auch warum, weil gleich kommt der Regen. Aber die Frage ist, wann? Das war Rennstart, oder was? Dann dauert es ja noch bis zum Regen, oder? Ah. Ja, holen wir wieder Alba rein, oder? Hätte ich gesagt. Noch einmal schön Softstint einlegen. Let's go. Der Weg ist auch relativ kurz durch die Box. Also ich glaube, bei einem Boxstop verlierst du auch nicht so super viel Zeit. Egal, probieren wir es. Gucken wir mal, was abgeht. So, und das Rennen läuft wieder. Ich muss sagen, mir fehlt so ein bisschen bei der Soundkulisse auch hier wieder... Das ist so ein bisschen geloopt, das merkst du auch. Das ist wie beim GT-Manager dann auch, dass da ein bisschen wenig einfach zustande kommt. Und da würde ich mir schon wünschen, dass da ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt. Auch wenn die Geräusche hier ganz cool sind. Beim GT-Manager klingt es halt furchtbar. Und jetzt fängt es an zu regnen. Oh mein Gott, wo haben wir Wasserstand? Ah, da. Okay, ja. Ja, halt keine Ahnung, wann ein perfekter Zeitpunkt für Regen wäre. Oh, Unfall! Jetzt ist es. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt für Regen. Wir nehmen erstmal Intermediates mit. Gut, ich glaube... Oh, ich kann die Strecke verschieben. Oho. Gut, abseits davon gibt es nicht viel zu sehen auf der Map. Mhm. Da sind die Ersten an der Box. Oh, aber auch nicht so super viele, ne? Jetzt fängt es stärker an zu regnen. Ladies and Gentlemen, das könnte ein richtig, richtig spannender Auftakt werden. Intermediate-Reifen für unsere Jungs. Die bauen vielleicht jetzt in den ersten 1, 2, 3 Runden ein bisschen stärker ab. Aber jetzt geht's ab. So, wie schaut's aus? Boxen. Stopp-Runde absolviert. Jetzt geht's weiter. Na, noch sind wir nicht so super schnell gewesen. Nein, Romano, der Paydriver. Autsch, das ist schade. Ah, jetzt können alle anderen während der Safety-Car-Phase stoppen für die Inters. No! Das war ein sehr, sehr kostbarer Crash, leider. Das war sehr teuer für uns. Oh, Stresslevel war hoch. Ah, stimmt, das hätte ich beachten müssen. Mein Fehler. Da hätte ich vor allem dem Paydriver wahrscheinlich nicht so viel aufhalsen sollen, ne? So, wir gehen auf mal 8. Auf geht's. Zeig, was du drauf hast, Villalba. Let's go, Kollege. Ich glaube, ich muss ein bisschen vorsichtiger fahren mit den Reifen, sonst wird's kritisch. Oh, 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 oh. Stresslevel war auch da angewachsen. Oh. Okay, du kannst also nicht permanent pushen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass du halt nicht permanent quasi Full-Push fahren kannst, sondern dass du auch wirklich manchmal sagen musst, hey, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Oh mein Gott, okay, okay, okay. Auch, ich muss auch gerade feststellen, dass ich die Reifen leider sehr hart rangenommen habe. Und der wird nicht besser als P10 abschneiden und vielleicht wird es damit auch noch ein bisschen eng. Oh, ah, was für Feedback, Leute. Das ist P10. Ja, schnellste Runde war auch ordentlich. Ich habe zu viel gepusht. Ich habe zu viel gepusht und leider war der Herr Romano dann zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt abgeflogen. Vorne Doppelsieg Ferrari vor McLaren. Und wir haben einen Punkt geholt. Auf P8 gibt es einen Punkt. Gut, ganz früher gab es für den 8. Platz keine Punkte. Das war so noch bis 2009, dass dieses Punktesystem so existiert hat. Ab 2010 gab es dann für die Top 10 Punkte. So, 3 Dollar plus 1. Wir sind auf mindestens P12 tatsächlich auch ins Ziel gekommen. Sehr schön. Und wir sind auf P6. Also, gut. Sponsorenherausforderungen verfügbar. Einige Sponsoren haben uns interessante Sponsoring-Angebote für die kommenden Veranstaltungen unterbreitet. Wir sollten sie uns ansehen. Oh, Weiss Oil. Challenge, 3 Boxenstops in einem einzigen Rennen. Pro Fahrer oder... Oh. Beende das Rennen mit weniger als einer halben Tankfüllung. Hä? Hä, natürlich. Ich verstehe das irgendwie nicht. Hä, das ist doch super easy. Machen wir. Hä, verstehe ich gerade irgendwas nicht? Alright. Ich würde Fahrer 1 tendenziell einfach die besseren Abteile geben, ne? Also mehr Zuverlässigkeit und so einfach bei Fahrer 1. Sondern upgraden wir hier mal was. Was machen wir? Zuverlässigkeit. Ah, okay, auch hier gibt es einen Zufallsfaktor. Wie stark verbessert sich das Teil? Ja, aber wollen wir hier direkt Kohle investieren oder wollen wir ein bisschen was ansparen? Komm, einfach mal, damit wir was gemacht haben. Motor. So, zack. Auto ist 2 Punkte besser als das vom Teamkollegen. Und damit haben wir tatsächlich mal das erste Rennwochenende absolviert.
Ja, als nächstes ging es nach Monaco und ich würde sagen, ach, wir haben die Saison 1970. Das war ein schöner erster Einblick hier zu Golden Lab. Ein recht minimalistisch gehaltenes Spiel, das coole Features hat. Das ist definitiv für mich persönlich das bessere Management-Spiel als GT-Manager, das wir uns vor kurzem angeschaut haben. Der F1-Manager ist halt von der Komplexität her nochmal höher. Und ich finde nach wie vor, der Motorsport-Manager, der ist tatsächlich die Speerspitze, was diese Games angeht. Aber ich finde, es ist ein sympathisches Ding und wenn es günstig zu schießen ist und gerade auch, wenn man so ein bisschen diese Ära cool findet und es muss ja nicht unbedingt immer die höchste Komplexität sein, wenn ihr einfach mal ein bisschen was zum nebenbei daddeln haben wollt, was quasi auf dem Zweitscreen immer wieder mitläuft, während ihr was anderes parallel noch macht, dann ist das, glaube ich, ein Spiel, das sehr, sehr gut geeignet ist. Für mich macht es einen super sympathischen Eindruck. Schreibt gerne mal, wie ihr das Spiel findet, in die Kommentare. Und ansonsten, merci fürs dabei sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wenn ihr so ist, lasst gerne ein Däumchen da, lasst gerne ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!